Hallo miteinander. Heute werden wir etwas mehr darüber erzählen, was nächste Woche passiert. Am Dienstag geht nämlich die neue Webinarreihe los. Celia, willst du was darüber sagen, direkt zu Beginn? Ja, jetzt, wo ich aus dem Schockzustand raus bin und weiß, dass wir live sind. Zoom hat neu umgestellt, deswegen normalerweise geben sie dir eine Pause. Also, nächste Woche, wir fangen an mit unserer neuen Webinarreihe. Es heißt Hände weg und zurück zu Präsenz. Und wir haben den Titel gewählt aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass es das absolut Beste ist, was wir jemals über das Leben gelernt haben, die Hände wegzumachen von unseren stressigen Gedanken und zurück zur Präsenz zu kehren. Und zweitens, weil das das Einprägendste ist im Coaching. Also Lea macht es ganz oft und wir werden immer wieder zitiert von den Kunden, die wirklich dadurch was sehen. Und diese Webinar-Reihe, jedenfalls hoffen wir es, wird sehr transformativ. Und wir fangen an mit, wie wir funktionieren. Genau. Ja, nächste Woche. Mit der Gebrauchsanweisung. Und das war tatsächlich das Ding, das ich gesucht habe. Ich dachte, wie um alles in der Welt funktioniert denn dieses Ding hier mit dem Namen Leben? Mhm. Und da sind wir ja auch schon oft hin, dass ich gedacht habe, alle haben es im Griff und wissen irgendetwas, das ich nicht weiß oder vergessen habe. So hat es sich auch oft angefühlt. Und das wird tatsächlich ein Teil davon. Und für diejenigen, die uns schon sehr lange kennen oder länger, es wird frisch. Ja. Wir erzählen natürlich immer wieder ähnliche Dinge und doch haben wir wieder eine neue Tür entdeckt und wir möchten euch sehr gerne durch diese Tür mitnehmen. Und um die vielleicht ein bisschen noch zu illustrieren oder dir ein Gefühl dafür zu geben. Heute in der Vorbereitung haben wir ganz oft auch von der Leichtigkeit gesprochen und der Schwere, dem Druck. Und all unsere Kundinnen, wirklich, wir haben heute noch einmal so durchgeguckt, kommen natürlich mit Zielen und Ideen und was sie wollen im Leben. Aber dahinter, wenn wir etwas tiefer gehen und hinschauen, dann wünschen sich alle mehr Leichtigkeit im Leben und im Beruf. Ja. Und darum meine Frage an dich, Celia. Was hast du dort gesehen und was könnte so auch so ein Gefühl für die Menschen geben, die allenfalls überlegen, damit zu machen, über die Leichtigkeit, eben mehr Leichtigkeit oder mehr Druck. Ja. Ja, was mir dazu kommt, ist, dass eigentlich wissen wir alle, wie die Leichtigkeit sich anfühlt. Es ist uns kein fremdes Gefühl. Und alle von uns, also jedenfalls alle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, haben berichten von einer Zeit irgendwann in ihrem Leben, wo die Dinge einfach geflossen sind, wo die Dinge sich leicht angefühlt haben, wo es nicht so schwer war. Und irgendwann auf einem Menschenleben passiert einfach ein Moment, bewusst oder unbewusst, wo wir beginnen, das Gefühl zu haben, es ist doch anstrengend, es ist doch schwer, dieses Leben. Und was ich mit Sicherheit weiß,
ist, dass das nicht sein muss. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass die Illusion, das Leben sei schwer und dass es mit allen möglichen Umständen zu tun hat im Außen, dass diese Illusion verdammt überzeugend sein kann. Mhm. Ich weiß, wie das bei mir war als Unternehmerin in meinem Business, wie oft ich gefühlt vor der inneren Entscheidung stand, alles wegzuschmeißen, aufzuhören, weil ich gedacht habe, Business ist schwer, ich kann das nicht, ich bin zu weich. Und immer nicht aufhören, weil das Gefühl zu haben, egal was ich danach tue, es wird auch schwer sein. Also macht es keinen Unterschied, ob ich hier es schwer habe oder ob ich es dort schwer habe. Und das, was wir auf jeden Fall in dieser Webinarreihe sagen und zeigen wollen, ist, dass das nicht sein muss. Dass unsere Werkeinstellung, also wenn du dir vorstellst, du bist ein Auto, du bist frisch aus der Fabrik in diese Welt, kommst du. Deine Grundwerkeinstellung ist die Leichtigkeit, ist die Klarheit, ist ein Gefühl von Liebe und Verbundenheit. Und wir wollen dir die Gebrauchsanleitung für dein Auto geben. Voll. Und wie cool ist das, oder? Dass es die gibt. Mhm. Ja. Ja, und wir wünschen uns, vielleicht siehst du es, vielleicht siehst du es nicht, aber wir wünschen uns, dass du die Chance bekommst, in eine neue Richtung zu schauen. Mhm. Weil wenn du ein Gefühl von Schwere hast gerade, ist mit Sicherheit auch der Fall, dass du ein Missverständnis am Laufen hast, über wie wir funktionieren. Mhm. Und das aufzulösen, verändert alles. Absolut. Ja, vielen Dank. Und das ist aber noch nicht alles. Das ist tatsächlich ein Teil, weil dieses Webinar ist für unterschiedliche Menschen. Mhm. Und es ist tatsächlich für dich, wenn du einfach Bock hast auf mehr Leichtigkeit, Lust hast, trotz Erwachsensein und Verantwortung haben und Kinder und Kegel und Hund und Haus, diese Leichtigkeit auch wieder erleben zu können. Mhm. Und es ist aber auch für dich, wenn du irgendwie schon Menschen und dabei unterstützt, wieder bei sich zu sein und eben ein einfacheres Leben leben zu können. Oder du Lust darauf hast, auch Menschen auf diesem Weg zu begleiten als Coach. Weil in der ersten Stunde werden wir tatsächlich ganz eintauchen in dieses Menschsein. Und danach werden wir von der Seite des Coaches, der Coaching draufschauen und uns überlegen, ja, was ist hilfreich? Und da gibt es ganz viele Dinge, die du vielleicht auch schon getan hast und die du vielleicht auch selber tust, Konzepte und Tools und Strategien und Unterstützungen, die uns das Leben für einen Moment einfacher und leichter machen. Aber was oft passiert ist, dass diese nicht nachhaltig, eben nicht transformierend, das bedeutet, dass sich das Gefäß tatsächlich zu verändern beginnt. Und dort werden wir mit diesen Augen draufschauen, was eben nicht nur hilfreich, sondern tatsächlich auch für dich oder Kundinnen und Kunden transformativ sein kann. Mhm. Und warum das auch so ist. Mhm. Also, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bist du auch herzlich dazu eingeladen. Mhm. Ja, absolut. Ja, also vielleicht ein paar Infos. Ich gucke gerade überhaupt auf dem Kalender. Genau. Also,
Das erste Webinar der Serie findet nächste Woche am Dienstag, am 29. Juni statt. Wir beginnen um 19 Uhr zentraleuropäische Sommerzeit. Ja. Und, Zungenbrecher für eine Amerikanerin. was musst du noch wissen? Also wir posten den Link unterhalb von diesem Live-Video, was du vielleicht später in der Aufzeichnung hier siehst. Und alles, was du tun musst, ist auf diesen Link zu klicken. Du landest auf der Webinar-Anmeldungsseite, du gibst dort deinen Vornamen und deine beste E-Mail-Adresse ein und wir schicken dir direkt daraufhin eine Bestätigungs-E-Mail, wo du darauf klickst und sagst, ja, das bin ich wirklich, ich habe mich selbst angemeldet, nicht jemand irgendwo für mich. Und sobald du das getan hast, bist du in unserem Verteiler für die Webinar-Reihe und du wirst immer rechtzeitig informiert, wann wir loslegen. Du wirst einen Eintrittslink bekommen für den Webinarraum, wo wir gemeinsam sein werden. Die Webinare werden live gehalten und sind interaktiv. Und für den Fall, dass du dieses Video entdeckst nach dem 29. Juni und du denkst, oh Gott, ich habe es schon verpasst, keine Sorge. Jederzeit, wo du dich anmeldest, entweder wirst du zur Aufzeichnung zurückgeführt und oder in das nächste Live-Webinar der Reihe. Also du kannst nichts verpassen, nichts verlieren. Du kriegst alles, wann auch immer du das jetzt ansiehst. Insofern scheu dich nicht und melde dich kostenfrei an. Sie hat alles gesagt. Ich bin immer ganz geflasht, wenn Celia on point alle Details rüberbringt. Genau. Wir freuen uns auf dich und wir können es kaum erwarten. Wir haben total Lust darauf und wir haben auch Lust, immer wieder frisch da drauf zu schauen und unsere letzten Erkenntnisse und Einsichten da auch immer wieder einzubringen und dich mit auf den Weg zu nehmen. Ja, absolut. Also sei dabei, come join us und wir sehen uns dann im Webinarraum. Es wird interaktiv. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.